Paulus und Silas haben auf dem Weg nach Philippi als erstes ein eindrucksvolles Küstengebirge zu überqueren. So wie sie können wir von oberhalb des Amphitheaters in Philippi aus einen außerordentlichen Blick auf die Landschaft genießen und obendrein auf historischen Boden. 100 Jahre vor Paulus war hier die Entscheidungsschlacht gegen den Mörder Julius Caesars geschlagen worden. Der Bericht in der Apostelgeschichte zeigt auf, dass Paulus am Sabbattag hinaus vor die Stadt an den Fluss Gargitas ging, wo er dachte, dass man zu beten pflegte. Er redete mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, das heutige türkisch Akija, hörte zu, der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie darauf acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Sie und ihr Haus wurden getauft und auch heute noch erinnert eine berühmte Taufkirche, die Lydia gewidmet ist, an diese historische Begebenheit. Paulus und Silas werden verhaftet und misshandelt. Das Gefängnis, in das er und Silas in Folge gebracht werden, bekommt man auch heute noch in Philippi zu sehen. Doch ist man sich nicht sicher, ob es sich nicht vielleicht um ein Wasserreservoir für den nahen Tempel handelte. Der Gefängnisaufseher bekommt die ausdrückliche Weisung, ihn gut zu verwahren. Anstatt zu klagen, singen Paulus und Silas im Gefängnis Loblieder. Zu Mitternacht befreit Gott die beiden durch ein Erdbeben, das die Gefängnismauern einstürzen lässt. Der Gefängniswärter will sich umbringen, als er von dieser Katastrophe hört. Er fürchtet wohl, dass man ihn für die Flucht der Insassen zur Verantwortung ziehen würde. Paulus hält den Unglücklichen von seiner Verzweiflungstat zurück, der sich daraufhin mit seinem ganzen Haus zum Christentum bekehrt. Bevor Paulus und Silas ins Gefängnis gebracht wurden, wurden sie hier vor den Stadtrichtern am Markt verhört. Hier wurden sie auch verhaftet und misshandelt. Nächst der Ruinen des Marktes errichtete der Mann ca. 550 nach Christus eine Basilika, deren Überreste auch heute noch zu besichtigen sind.